So, ab morgen kommen dann die Parts auch wieder pünktlich. Und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich im letzten Part gemacht habe. Beziehungsweise ich glaube, ich habe keine Idee mehr. Glaube. Wir haben hier so eine Bastelei. Wir müssen den Schädlingen abkratzen. Dafür brauchen wir wahrscheinlich irgendeine Flüssigkeit, die vielleicht aus den Pilzen Das war doch herbekommt. jetzt. Ich glaube, ich habe schon alles mit einem probiert. Hey, Laura! Wir haben etwas Neues bei Steve und Pete Kannst ablenken. du ihn noch mal ablenken? Mit den Ohrstöpseln müsste es gehen, aber siehst du ihn hier irgendwo? Okay. Toll, wir können den Schlüssel zwar klauen, aber ich weiß nicht, was das uns bringt. Wir haben jetzt eine Reibe. Damit könnten wir noch mal rausgehen. Können wir vielleicht am Ast jetzt oder am Teppich Naja, reiben? An den Überresten reiben. das. Morsche, morsche Mauerrand. Sprechen wir doch mal wieder mit Schrofeline. Sie sieht glücklich aus. Oder wütend. Nimmt sich bei ihr nicht viel. Schau nur, die Pforte ist geöffnet. Heißt das, du verlässt mich jetzt? Schrofeline. Robert, kommst du jetzt? Es ist wegen ihr, oder? Schrofeline. Das mit uns würde nie funktionieren. Ich meine, du bist ein Schroff und ich bin. Die Flötennase. Und das hier ist albern. Sie hat auch nicht mehr. Okay. Können wir uns an dir reiben? Was ist? Danke fürs Bauchkratzen, Baby. Ich schätze, diese Reibe wird nie wieder etwas reiben. Okay, wir haben jetzt eine dampfende Reibe. Ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was wir damit machen sollen. Entschuldigung. Warum? Kann ich damit irgendwas verbinden? Ich will es nur Nein. ausprobieren. Warum? Warum? Das. Okay, vielleicht jetzt an den Ast? Warum sollte ich. Weiß ich nicht. Vielleicht Laura geben? Was macht. Gute Idee. So. Du gehst mal wieder rüber. Nicht zu. Wir gehen noch mal rein. Ich gehe die ganze Zeit. Es tut mir leid. Ich bin nicht ganz gerade bei der Sache. Was sollen wir denn kochen? Ja, wir haben Sachen zum Kochen, aber uns fehlt immer noch Teig, ne? Das scheint sie noch nicht zu überzeugen. Ja. Das mache ich. Warum? Ich stehe auf dem Schlauch. Das war doch. Das. Ich glaube. Die Idee ist richtig, aber was fehlt uns denn noch? Die schwirren dann ja ab. Müssen wir dann irgendwas. Das. Irgendwie etwas, was die Insekten vielleicht anzieht, rauf machen? Komm mal wieder mit, Steve. Haben Sie. Können Sie. Was? Ja. Da. Bitte folgt. So, und ablenken. Kannst du ihn noch mal ablenken? Naja, mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Nicht, Alles dass klar, sich du das darfst Spiel mich jetzt wieder. vollquatschen. Mürbe. Natürlich. Okay, gut, es funktioniert. Ach, ich hätte die Säure vielleicht mal an dem Schild ausprobieren müssen. Ich trottel. Das ist es auch, Mann. Ich.
Das, daran habe ich nicht gedacht. Sorry. Jetzt weiß ich es aber. Bagel. Was ziehen? Du kannst jetzt aufhören. Danke. Viel. Warte, wie kriege ich ihn jetzt nochmal in den Innenhof? So kriege ich ihn zurück in den Innenhof. Okay. Immer die gleichen Szenen spielen sich hier ab. Das ist ein bisschen langweilig, aber da müssen wir durch. Jetzt können wir bestimmt hier etwas machen. Wow, eindrucksvoll. Rostflocken. Mein Kopf sagt, nicht essbar, aber mein Herz sagt, Schokoflocken. Oh, ja. Der ist so gut poliert, dass ich mich selbst darin sehen kann. Dank Conroy habe ich ziemlich viel Übung im Polieren. Der Rost ist ab. Der Schild glänzt wie neu. Meine Arbeit ist hier getan. Was? Du wolltest nur diesen Staub haben? Das war... Ich... Das... Nein. Das... Ich glaube... Rostflocken, das ist, können wir aber nicht als Teig benutzen, oder? Hustus, sorry. Jetzt hat es mich total aus der Bahn geworfen. Was wollte ich? Naja. Nicht zu fassen. Wir haben jetzt Rostflocken. Warum? Hatte ich eine Idee mit den Rostflocken? Wollte ich irgendwas machen? Das war... Ich wurde gerade gestört, deswegen... bin ich mir richtig unsicher gerade. Das... Schenkt sie doch Laura. Naja... Naja. Rezept für Weichkekse. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Uns fehlt noch Mehl und... ja, der Teig. Warte. Also wir haben die Schokosplitter... Für 1A Weichkekse benötigt man eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion Schokosplitter. Wir brauchen noch Mehl auf jeden Fall. Wie kriegen wir Mehl her? Wir haben Nudelholz. Oder wir müssen erstmal irgendwie mit dem Schlüssel dorthin und dann kriegen wir neue Items, weil jetzt bin ich gerade ziemlich... nun ja, aufgeschmissen. Oh nein. Ich hab grad ne Idee. Die kriegen wir jetzt aber wahrscheinlich nicht so hin. Uns fehlt wieder der Typ. Mir ist gerade eingefallen, dass wir vielleicht diesen Schlüssel backen müssen in der Form. Das ist mir gerade so eingefallen, aber... Können Sie haben? Ja, dann. Aber wir brauchen noch dieses, nicht das Mehl, sondern die Teig, den Teig. Ah. Was machst du denn hier? Und wer passt jetzt auf den, Empfang auf? Ja, und jetzt? Was? Ah, wir haben neue Gesprächsthemen. Was war denn das früher für ein Innenhof? Wie bereits erwähnt, die... Hier haben die Leute auf ihre Audienz gewartet und Partys gefeiert. Der alte Pete hat dafür gesorgt, dass sie immer einen guten Tropfen zum Warmhalten hatten, wenn du verstehst, was ich meine. Audienz? Na, bei Okario Boe, dem Zweiten. Und wer ist das? Erinnerst du dich an den Angriff? Warst du dabei, als es passiert ist? Das ist alles meine Schuld.
Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Okay, er scheint halt ein Trauma bekommen zu haben. Das Tor ist aber schön verziert. Waren die Leute, die hier gewohnt haben, alle reich? Oh ja, reich an Weisheit. Die Klügsten und Ehrbarsten unter uns gingen hier jeden Tag ein und aus. Nun ja, alle bis auf einer. Ich hätte ihn niemals einlassen sollen. Der alte Piet kann sich das bis heute nicht verzeihen. Ist das Tor der einzige Zugang zur Windkapelle? Ja, es ist der einzige Eingang, aber nicht der einzige Ausgang. Ach so, verstehe. Fällt dir jetzt der Rest von dem Lied ein? Ja, ich glaube, ich hab's. Warte mal. Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Ist doch besser so. Das Lied darf nicht gesungen werden. Ach, sei still. Und der Rest? Keine Ahnung. Hier ist die Akustik auch nicht so toll. Lass uns in die Windkapelle gehen. Dann fällt mir auch bestimmt der Rest wieder ein. Das sollen wir bestimmt so machen. Kannst du dieses Lied nochmal... Ach, ich weiß nicht. Oh, bitte. Ja, wir wollen das Lied hören. Na gut. Wenn mir doch nur das Ende einfallen würde. Wenn du doch endlich... Okay. Wir haben jetzt Staub. Putz, frisch von der Wand gesungen. Können wir das als Mehl verwenden? Das wäre jedenfalls Mehl. Für 1A Weiß, eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und eine Portion... Dann fehlt noch Kristallzucker. Wie bekommen wir Kristallzucker? Das... Oh, darf ich mal... Ich glaube nicht. Das war... Ich will... Ja, es ist geraten, aber ich habe doch Kochsachen, deswegen möchte ich kurz gucken. Kannst du ihn nochmal ablenken? Ich möchte das Gespräch gerne überspringen. Mit den Ohrstöpseln müsste es gehen. Viel Glück. Alles klar, du darfst mich voll quatschen. Echt? So. Aber uns fehlen die Kristallsplitter. Kriegen wir die hier irgendwie? Oh Gott. Kriegen wir die hier irgendwie? Bin ein bisschen aufgeschmissen, aber vielleicht können wir hier noch so ein bisschen was machen. Teig ist noch nicht fertig und genascht wird nicht. Ach, das wird der Teig. Der Teig ist noch... Nein. Das... Dann fehlt uns noch eine Sache, aber... Wie kriegen wir das? Ich fürchte, die sind alle. Das war doch jetzt... Kristall was? Für eins eine Handvoll Kristallzucker, ein... Ich glaube, ich weiß, wie wir die Kristallzucker bekommen. Also, ich kann mir vorstellen, wie wir sie bekommen. Die kriegen wir bestimmt von diesen, von denen hier, den Farbmotten. Aber irgendwas fehlt uns hier noch. Farbmotten. Sie versuchen sich zu verstecken, indem sie sich an den Hintergrund anpassen. Wie in dem Fall an dem Ast, aber da fehlt uns noch was. Das? Ergründe das Geheimnis der Windkapelle. Besorge Goldner, um dir eine Führung in die Windkapelle zu bekommen. Sorge dafür, dass Piet sich an das komplette Lied erinnert.
Wir müssen Kekse backen. Und die bekommen wir von denen. Nicht zu fassen. Aber wenn wir dort oben sind, am Mauerrand. Von dieser Seite komme ich... Nicht zu fassen. Mir würde jetzt noch einfallen... Ich würde mich fragen, was es bringen würde, wenn wir die Steine auf die andere Seite nochmal machen würden. Aber da ging ja nicht viel, oder? Ich meine, hier versuchen bringt ja nichts. Ich kann es so oft versuchen, wie ich will. Das scheint sie noch nicht zu überzeugen. Naja. Irgendwas fehlt uns. Ja, okay, ich beende den Part hier. Ich habe doch relativ gut noch was herausgefunden, aber ich... Eine Sache fehlt noch, aber ich weiß nicht wie. Und das werde ich dann im nächsten Part mit euch herausfinden. Tut mir leid, der Part war relativ langweilig. Ich bin heute ein bisschen, keine Ahnung, müde, was weiß ich. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.